Wie war es mit Susanne? Also Johnny kann sagen, dass die letzte Nacht mit Susanne wirklich eine Nacht voller Ekstase war. Johnny hat seinen eigenen Körper, seinen Körper verlassen und ist mit Susannes Seele förmlich verschmolzen. Die beiden haben einen Zenit, einen Gipfel der Lust erklommen, beziehungsweise erreicht und sind an einer Stelle gewesen. Habt ihr Mass Effect gespielt? Kennt ihr die Asaris? Dann, wenn du mit einer Asari zum Beispiel Liebe machst, dass das voll krass ist? Es fühlt sich so an, als wärst du auf, ich weiß nicht wie. Aber du verlässt dann irgendwie deinen Körper oder so. Das ist voll krass. Und ich glaube, Susanne, das sind die blauen Leute mit den blauen Köpfen. Also das sind komplett blaue Leute. Und die haben keine Haare, die haben so... Das sieht aus wie so eine festgewachsene Kurzhaarfrisur, um das so vielleicht so gut ausdrücken zu können. Auf jeden Fall haben die irgendwie, du guckst ihnen in die Augen, dann werden die Augen schwarz und dann denkst du, da brauchst du auch nichts weiter. Das ist crazy. Auf jeden Fall ist das so gewesen. Und Susanne ist eine Göttin der Liebe. Festgestellt haben wir das, ne? Ich weiß nicht, woher das Susanne hat, aber gut, ihr Alter, ne? Lässt natürlich auch vermuten, dass sie die ein oder andere Erfahrung gemacht hat und sie mit einem Jungspund wie mit Johnny Laser gerne teilt und er dadurch, ne? Also wir wollen auch jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, das reicht ja auch, ne? Aber Johnny Laser kann garantieren, dass Stellen berührt wurden, von denen er glaubte, dass diese gar nicht existieren. Wird sowas eigentlich im Jurastudium behandelt? Dass Personen denken, dass eine bestimmte Sache zu einer anderen Sache geführt hat? Zum Beispiel Klimaanlagenerkältung, welche ein Irrglaube ist? Bekommt eine Erkältung von Viren nicht durch Kälte? Also dieses Thema... nein, Furis? Ich glaube nicht. Also, dass eine bestimmte Sache zu einer anderen geführt hat. Naja. Also, wenn es darum geht, um Kausalitäten festzustellen, dann ja. Wenn zum Beispiel, also das Simpelste, was ich da gerade rauslese, ist beispielsweise, ob eine Sache zum Tod oder zur eigentlichen Rechtsgutverletzung geführt hat. Das heißt, sei es jetzt ein Schlag, welche dann, also Kausalitäten werden sehr, sehr oft und sind sehr, sehr wichtig, vor allem im Strafrecht, um herauszufinden, ob die angeklagte Person, ne, also der Verdächtige oder in diesem Fall der Täter halt, durch seine Handlung wirklich den Erfolg, das nennt man Erfolg, des Tatbestandes herbeigeführt hat, ne? Oder ob beispielsweise vielleicht die Person doch schon zu einer Rechtsgutverletzung angesetzt hat, aber irgendeine andere Ursache letzten Endes wichtiger war, oder halt, wie gesagt, Ursache war, dass Person X oder Y dann verstorben ist und das Ansetzen beziehungsweise die eigentliche Handlung des ersten Täters gar keinen Einfluss mehr hatte. Ne? Also wenn beispielsweise... Nehmen wir mal an, das ist so ein klassisches Beispiel. Ich glaube, das nennt man die überholende Kausalität. Wenn jemand einen Menschen vergiften möchte, aber dann eine zweite Person kommt und bevor das Gift gewirkt hat, die Person erschossen hat, dann ist nur von einer versuchten Tötung die Rede und eine Kausalität kann halt dann ausgeschlossen werden. Und somit ist es dann auch kein Tötungsdelikt. Kein vollendeter zumindest. Ja. Okay. Apropos Justiz. 5 Nachrichten, die mich glauben lassen, dass ich eventuell des Personenschutzes oder der neuen Identität irgendwie weitergekommen bin. Vielleicht können wir hier rauslesen, ob wir jetzt diesem Programm unterzogen werden und bald schon einen neuen Namen haben. Als auch einen neuen Ausweis. Ich weiß nicht, wie das hier gemacht wird. Scheiße, Jojo, bist du jetzt der Axtmann? Kannst du das mit dem Erfolg auch erklären? Ja, wenn ich jemanden umbringe, ist das für mich ein Erfolgserlebnis deswegen. Nee, Erfolg wird immer das erreichte Ziel genannt. Also Erfolg nicht jetzt im Sinne zu verstehen, dass es toll ist und so, sondern der Erfolg zum Beispiel eines Totschlags ist halt der eintretende Tod der Person. Nur das ist dann der Erfolg. Okay. Sehr geehrter Herr Laser. Oh mein Gott, was sind das für Nachrichten? Die sind länger als meine Klausuren. Alter. Apropos Jura. Staatsanwaltschaft will mir folgenden Sachverhalt zur Last legen.
Aktenzeichen AZ, Alter, schwere Körperverletzung mit Axt. Sie haben sich daher, ach so, ja klar, ich habe alles gestanden. Ja, haben wir auch ihnen leicht gemacht. Sie haben sich daher nachfolgenden Paragraphen strafbar gemacht. The Prosecution Office of San Andreas, vertreten durch Prosecutor Callahan, hat zu einer Geldstrafe von 20.000 Dollar verurteilt. Sie haben nach oben zu Pimpsons 2 des Richters des Rechtsberichtens. Sofort 72 Stunden? Wann ist die SMS gedroppt worden? Ist heute der 28. Oh ja, das ist relativ frisch. Aber noch 3 Tage. Lass uns einfach catchen. Pflegerin. Hey Johnny, alles gut bei dir? Wolltest du gestern was Bestimmtes? Du hattest nicht mehr zurückgerufen. Hab gerade gehört, du hattest gestern ein paar Probleme mit Leuten und Äxten. Ja. Mir wurde meine Axt geklaut. Das ist das Problem. Susanne? Du hast noch so friedlich geschlafen. Ich wollte dich nicht aufwecken, als ich ging. Gute Reise und pass auf dich auf. Egal, was du getan hast, du wirst immer einen Platz in meinem Herzen haben. Junge! Susanne und Johnny hatten den Urknall des Jahrtausends. Und jetzt sind sie für immer weg. Um das nochmal bildlich darzustellen. Und weg. Urknall? Weg. Und man sieht sich nie wieder. Nie wieder. Das ist unsere Mission. Wenn sie jetzt dann mitbekommt, dass wir noch da sind, dann muss ich mich erstmal erklären. Moin. Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Naja. Ja, es geht. Sie sehen definitiv nicht so aus. Man hat mir die Nacht meines Lebens beschert. Und der Morgen war dadurch umso schlimmer, als ich bemerkt habe, dass meine Begleitung nicht mehr da war. Oh, das tut mir leid zu hören. Ich wurde abserviert. Man hat mir noch eine SMS hinterlassen, aber so wie es aussieht, war es das. Und ich muss mich etwas sammeln. Das ist verständlich. Und Sie sollten sich definitiv etwas anziehen oder kaufen. Oh, ich war so verwirrt und geschockt und niedergeschmettert, dass ich ganz vergessen habe, dass ich mit meinem Astralkörper gerade durch diese Stadt laufe. Ja, ich meine, ist Ihnen denn gar nicht kalt? Nein, ich habe so ein Notfall-Wärmesystem in mir eingebaut. Ja, natürlich. Das macht schon Sinn, ja. Gibt es jemanden, den ich für Sie anrufen kann? Nun, jemand, der mir vielleicht mein Herz zusammenkleben kann. So jemanden werden Sie nicht so leicht finden, da bin ich mir sicher. Dann heißt es, sich einfach abzulenken, bis meine beiden Teile wieder miteinander verwachsen und es so ist wie vorher. Mal sehen. Das wird auf jeden Fall. Also, ich meine, die Stadt ist groß, die bietet sehr viel. Warum also nicht? Wie sagt man doch so immer, auch andere Mütter haben noch schöne Töchter. Ja, das glaube ich, ja. Ja. Naja, ich begebe mich dann auf die Suche. Ja, bitte, sorry. Nein, alles gut. Ich bin es nur nicht gewohnt, dass jemand so halbnackt vor mir steht. 5030. Okay. Ich hab eine kurze Frage. 5. Etage. Sind Sie der Herr, der im VNet ein Angebot drin hat? Escort. Ah, verstehe. Aber vielleicht ist das auch der Grund, warum die Frau Sie verlassen hat. Oh nein, das war nichts Businessmäßiges. Das war tatsächlich eine Liebelei privater Natur. Ah, ja. Und nun, ja, also nicht, nein, sonst hätte ich das natürlich unterschieden. Aber ja. ich wurde nicht bezahlt, ganz im Gegenteil. Ich bin auf vielen Kosten sitzen geblieben, weil ich in diese Frau investiert habe, weil ich sie für die Richtige hielt. Aber ja, man ist halt manchmal so dumm. Das hat doch nichts mit Dummheit zu tun. Das hat etwas mit Vertrauen und mit Liebe zu tun.
Ich meine, Sie hätten sich doch sonst gar nicht erst auf diese Frau so eingelassen, oder? Mir wurden Dinge versprochen, die nicht gehalten wurden. Mir wurde das Blaue vom Himmel versprochen. Nun, ich war einfach nur naiv, aber jetzt habe ich mittlerweile so ein Schutzschild um mich herum errichtet und so schnell lasse ich niemanden mehr an mich. Niemanden mehr. Manchmal ist das vielleicht auch besser, niemanden direkt an sich heranzulassen. Aber man sollte immer bereit sein, seine Mauern ein wenig wieder runterfahren zu können. Meinen Sie? Definitiv. Schaden kann es nicht. Dann werde ich Sie jetzt runterfahren. Das... Okay, in Ordnung. Und jetzt? So einfach funktioniert das leider meistens nicht. Nicht? Nein, es wäre schön, wenn es so einfach funktionieren würde. Wir sind auch simpel gestrickte Wesen. Also ich glaube, man verkompliziert sich eine Menge selbst, was eigentlich total unnötig ist. Aber ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich bin immer noch ein bisschen geschockt und niedergeschmettert. Tut mir leid. Ja, das ist doch voll verständlich. Das ist... Sie brauchen sich da wirklich gar nicht auch für zu schämen oder ähnliches. Ich meine, es ist doch wirklich leicht, sich auf andere Menschen einzulassen und am Ende dann verletzt zu werden. Sie haben ein schönes Kleid. Ihnen steht die Farbe Pink definitiv am besten, auch was die Haare anbelangt. Ach, Dankeschön. Ihnen steht auf jeden Fall Ihre Boxershorts sehr gut. Die passt, also der Bund passt auf jeden Fall zu Ihren Haaren. Ja, das habe ich so abstimmen lassen. Ich bin immer noch ein Mann von Geschmack. Wissen Sie, nur hat meine Begleitung von, Sie wissen schon, von der Situation ist halt nicht wertgeschätzt. Sie trug Orangenhaare. Oh, naja, gut. Wenn die Person das für sich mochte, warum denn dann nicht? Naja, da bin ich anderer Ansicht. Ich glaube nicht, dass Leute die freie Entscheidungsgewalt über sich selbst haben sollten, wenn sie orangene Haare tragen. Ich glaube, dem stimmt was nicht. Gilt das denn nur bei orangenen Haaren? Sonst nur noch in gewissen Kombinationen, wenn es um Farben geht. Sowas wie grün und blau. Ja, gut, das geht ja auch. Also, das schüttelt einen ja fast schon. Ja, mich hat es gerade auch geschüttelt. Ja, naja, ganz genau. Das kann aber bei Ihnen auch an der Kälte liegen. Ich will ja auf nichts hinaus, aber ich meine nicht, dass Ihnen kalt wird. Und Sie haben zwar Ihr Wärmesystem, aber vielleicht wollen Sie sich irgendwo aufwärmen? Ja. Wo denn? Das kann ich Ihnen leider auch nicht so sagen. Ich lasse Sie. Ich bin neu hier eingereist verdammt. Ich bin selber noch ein bisschen am herausfinden, was die Stadt so zu bieten hat. Es sind eigentlich alles Verlierer. Diese Stadt ist geplagt von Losern. Es ist wie ein Virus, der sich durch die Straßen zieht. Keine Ahnung, ob es Glück war oder vielleicht Schicksal, aber sie sind tatsächlich auf die einzig halbwegs normale Person gestoßen, die hier in Los Santos irgendwie auch mit einem zurechtkommt. Wissen Sie, überall sind die Menschen verrückt. Das ist nicht nur hier so. Ja, aber hier ist es so ein anderes verrückt. Aber da werden Sie sich selbst noch ein Bild drüber machen können. Gelangen Sie halt nur nicht in die falschen Kreise. Nicht, dass eine Frau von ihrem Niveau dann vielleicht auch irgendwie runtergezogen wird und ihr komplettes Potenzial nicht ausschöpfen kann. Das wäre doch traurig. Ach, wissen Sie, ich komme aus einer jahrelangen toxischen Beziehung. Ich glaube, ich bin gut gefasst und vorbereitet auf alles. Ich komme auch aus einer toxischen Beziehung. Dann wissen Sie, wie schwer es sein kann, wieder auf die Beine zu kommen. Mein verdammtes Beileid nochmal. Das wünsche ich keinem. Oh Gott, also wenn ich ihn gerade in die Augen schaue, dann... Ich sehe förmlich diese Leere, diesen Schmerz, der hinterlassen wurde. Man versucht, das irgendwie langsam vergehen zu lassen, aber es gibt immer wieder gewisse Punkte, die alles hochkommen lassen. Das ist manchmal einfach gar nicht mal so leicht.
Und darum am besten solche Punkte vermeiden. Ja. Gar nicht darüber reden. Das verstehe ich auch. Hauptsache, sie haben ihre Lehren draus gezogen und geraten nicht in noch eine. Aber einer soll es wirklich reichen. Definitiv. Ja. Ich, normalerweise erzähle ich das auch nicht einfach so, aber ich meine, in ihrer Situation, ich dachte mir, sie könnten das vielleicht verstehen. Ja, ich verstehe das total. Bei mir zum Beispiel hat die Frau extra ihren Tod vorgetäuscht, nur damit sie nicht mehr mit mir zusammen sein will, anstatt mir einfach zu sagen, was Sache ist. Das ist doch schon sehr extrem. Das ist wirklich extrem. Ich dachte, sie wäre tot. Ich habe tagelang um sie getrauert. Oh Gott. Das klingt grausam. Das würde ich nicht meinem ärgsten Feind wünschen. Sie hat mich angeschossen. Auch. Zusammengeschlagen, okay. Mich bedroht. Sie wollte mich im See ertränken. Sie hat gemeint, dass meine jetzige aktuelle Lebenssituation für sie nicht ausreicht und dass ich meine Wohnsituation wirklich mal zu ändern habe. Ihr zuliebe. Nicht nur das, sie hat von mir verlangt, dass ich für das Einkommen bin, also da bin und sie halt nichts machen muss, außer halt sich irgendwie von dem zu ernähren, was ich halt auf den Tisch stellen lasse. Das ist alles so richtig crazy gewesen. Das klingt sehr übel. Und wie sind Sie da rausgekommen? Ich war bis zum Schluss gefangen. Sie hat den Schritt gemacht. Das war die Person, von der ich gerade gesprochen habe. Oh. Dann ist das ja wirklich noch sehr, sehr frisch bei ihm. Ja, ein Tag oder so. Ja. Ich weiß nicht, ob es Ihnen hilft, aber wenn Sie mal irgendwie jemanden zum Reden brauchen oder wenn Sie irgendwie ein wenig Lust haben, Sachen, die Sie vielleicht schon mal erlebt haben, jemandem neu zu zeigen. Ja, also falls Sie irgendwie in Kontakt bleiben. Dieser Mann belästigen? Entschuldigung? Ich höre Sie nicht. Entschuldigung, was ist das Problem? Ja, ich frage nur, ob dieser Mann Sie belästigt vielleicht, weil er nur in Unterhose ist. Nein, alles gut. Ich habe ihn per Zufall hier auf der Straße getroffen und probiere gerade ein wenig die Situation zu klären. Aber du hast zu den Haaren. Ja, irgendwie schon, aber ich muss sagen, das ist schon sehr auffällig. Definitiv, aber es ist alles in Ordnung. Vielen Dank. Wieso fragen Sie sie nicht, ob sie mich vielleicht belästigt? Könnte ja auch der Fall sein. Nur ja, jetzt aber warum stehen Sie dann in Unterhose dann? Naja, immerhin sehe ich so noch besser aus als Sie mit Ihrem Outfit. Ja, okay. Ist es vielleicht andersrum? Belästigt sie sie? Nein. Aber danke der Nachfrage. Ja, kein Problem. Ne? Okay, dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Sie sollten vielleicht Ihre Frontscheibe nochmal reparieren lassen. Ja, das stimmt. Ja, danke. Und an Ihrem Benehmen sollten Sie auch mal arbeiten. Ich wollte nur noch mal nachgefragt haben. Gut. Alles gut. Entschuldigung, ich bin halt nur so aufgebracht. Man wird unterstellt mir sofort wieder, ich hätte irgendwas getan, das kotzt mich an. Nein. Brauchen Sie Kleidung oder was? Ich brauche gar nichts. Okay, und selbst perfekt. Wenn, hier gegenüber ist ja direkt ein Kleidungsgeschäft, da können wir auch dann noch zu Fuß hinlaufen. Dankeschön. Ja, das stimmt. Alles klar. Dann noch einen schönen Abend. Ebenso. Guten Abend. Also das war jetzt ein richtiger Schlag in die Fresse. Ja, das kann ich verstehen. Aber ich meine, man muss es doch verstehen. Zumindest Sie in Unterwäsche. Ich weiß immer noch gar nicht, wie Sie heißen. Christoph. Christoph, freut mich. Ich bin Caitlin, aber Katie reicht völlig. Katie? Das ist ein schöner Name. Dankeschön. Aber vielleicht... Also mein Name abgezogen ist Chris. Christoph, ja. Also ich meine, um weitere solche Situationen wie eben zu vermeiden, wollen Sie sich dann nicht vielleicht noch irgendwie was anziehen gehen? Wie, hätten Sie ein Auto hier in der Nähe? Leider noch nicht. Ich, Sie sind also sehr, sehr neu, ja. Dann lassen Sie doch mal schauen. Lassen Sie uns doch zu einem zu einem Laden gehen oder sowas. Ich habe gesehen, dass hier drüben... Das passt, ja, genau. Könnten Sie, stimmt. Ich wollte Sie gerade nur fragen, wo einer ist, aber...
Gut, dass, ja. dass sie frisch hier sind und sofort besser Bescheid wissen als ich. Das ist sehr gut. Ach, wissen Sie, ich habe mir das ein bisschen schon alles angeschaut. Das ist jetzt mein zweiter Tag, an dem ich jetzt hier ein wenig durch die Straßen laufe. Unsicher, wo genau es hinführen soll. Aber da sieht man dann schon so einige Geschäfte. Also ich muss sagen, dass sie wirklich ein bisschen vorbereitet waren, weil sie haben ja auch zumindest das für sie perfekte Outfit sofort raussuchen und finden können. Das ist erstaunlich. Naja, wissen Sie, das ist für mich ja ein Neustart und ich dachte mir, für einen Neustart sollte man gleich perfekt angezogen sein. Und irgendwie jetzt bereue ich es doch ein wenig, weil es zum Abend dann auch manchmal ein bisschen kühl werden kann. Ich verstehe das. Ich kann das nachvollziehen. Aber wenn Sie mal wirklich richtig unterkühlt sind oder sowas, dann kann ich ein Außensystem bauen. Oh, das kostet aber bestimmt ganz schön viel Geld, oder? Für Sie mache ich das kostenlos. Verstehe. Man sollte halt Menschen irgendwie schätzen, die einem gut tun. Und das tun Sie auf jeden Fall, Caitlin. Das haben Sie sehr schön gesagt. Vielen Dank. Danke. Ich schaue mich ein wenig um und warte dann. Selbstverständlich. Wer Dreiviertelhosen trägt, und das ist der offizielle Call von mir, wer Dreiviertelhosen trägt, hat offiziell die Kontrolle über sein Leben verloren. Offiziell. Oh Gott. Oh, scheiße, das sieht so scheiße aus, dass ich das nehmen will. Eine Stoffhose. Eine Wildlederhose. Eine Trainingshose. Eine Stretched Skinny. Oh mein Gott! Junge, die hatte ich auch mal! Da war ich noch ein bisschen jünger. Ich habe richtig enge Jeans getragen, so richtig enge. So richtige, so eine, mit so einem Stoff, das war so ein spezieller Stoff, der konnte dann, der war richtig, der war so dran wie der Anzug gestern an meinen Beinen. Und dann bin ich da rumgelaufen und das war so geil. Das war so geil. Boah, die nehme ich. Die sieht gut aus. Also heute ist das nicht mehr mein Fall. Heute trage ich etwas weitere, also nicht krank weitere Hosen, aber etwas weitere Hosen. Oh Gott, sieht das scheiße aus. Hi. Mahlzeit. Zuhälter? Nee, sieht nur so aus. Ray Force One. Ray Labs. Ray Clown Trust. Zufällig? Was? Clown? Oder? Na, versuchen Sie es nochmal? Vielleicht einfach nur die Haarfarbe, die so ein bisschen irritiert. Ich wäre der, den Sie dann auf die... Also wenn Sie und dann wäre ich halt ihr... Wie jetzt? Ich bin der die Liebe schenkt. Und Sie sind die Person, die mich dabei kontrolliert, wie ich Liebe verteile. Und mir dann wahrscheinlich 8% abzwackt. 80. Echt, das wäre ein Traum. Ich glaube, ich werde zu freundlicher Zuhälter. Dann sind freundlich, ja? Ja, ich versuche zumindest. Ne? Nee, also sind Sie doch eine? Nein. Also ich versuche nur freundlich zu sein. Genau. Bemüht sich, ich bin erst neu hier. Naja, wenn Sie aber erstmal das Geld gerochen haben, glaube ich, dass Sie halt nicht mehr so freundlich wären. Ich glaube, irgendwann geht's mit einem durch. Das sind die meisten. Die nehmen sich immer vor, freundlich zu sein. Und dann, ja. Oh, das sieht so scheiße aus, dass es wieder gut ist. Ja, Gier löst den Menschen persönlich das Schlimmste, glaube ich, im Menschen aus, oder? Ja. Da müssen Sie selbst einfach nur daran glauben, dass Sie stark genug sind, um sich halt nicht von solchen Dingen verleiten zu lassen. Glauben Sie, das sind Sie? Ich glaube, also ich halte Geld mehr für ein Werkzeug wie für wichtig. Verstehe. Naja, also wenn es... Mittel zum Zweck, so gesehen.
Wenn es irgendwann mal dazu kommen sollte, dass wir in dieser Situation sind, die wir gerade beschrieben haben, dann hoffe ich, dass sie genauso sich verhalten werden, wie sie es gerade auch von sich behaupten. Oh Gott. Denke ich mal schon. Also, wie gesagt, Freunden in der Not zu helfen oder auch allgemein hilfsbereit zu sein, sollte eigentlich der gute Ton sein, ne? Ja, das sollte es. Aber wenn sie neu sind, dann werden sie schnell in Erfahrung bringen, dass das nicht der Fall ist. Zumindest nicht hier. Gott. Ich glaube, das ist überall auf der Welt so. Dann bin ich ja froh, dass ich sie kennengelernt habe. Sie sind dann wahrscheinlich jemand, der versucht, daran was zu ändern. Das appreciate ich. Ja, ich bemühe mich, auch Menschen zu ändern, wenn es geht. Dann mal sehen, ob das Früchte trägt. Ich bin fertig. Schönen Abend noch. Ebenfalls. Viel Spaß dabei noch. So, warte, ich öffne mal meine Tüte. Ich zeig dir, was ich geholt habe. Okay. Die sieht schon mal sehr gut aus. Wenn sie jetzt gut aus... Wenn sie jetzt sagt, das sieht gut aus, dann lügt sie. Und wie findest du bis jetzt? Ja, also das mit den Schuhen ist definitiv ein wenig gewöhnungsbedürftig, aber auf jeden Fall, die Socken werden deine Füße um einiges wärmen. Und an sich soweit, das sieht auch schon sehr gut aus. Und das hier? Oh, eine Lederjacke dazu. Die gefällt mir. Die passt zu dir. Ich habe versucht, ein bisschen zu ermitteln, was dir vielleicht gefallen könnte. Ich will ja, dass du ja auch was daran hast. Dass du dich ja mit mir blicken lassen kannst, wenn ich dir mal irgendwas zeigen sollte. Das ist sehr lieb von dir, dankeschön. Ja, gern, so bin ich halt. Gut, ja. Ich glaube, damit dürfte auch erstmal die Probleme ein bisschen geklärt sein, dass wenn Leute uns ansprechen, dass du nicht direkt wieder verurteilt wirst für Sachen, die gar nicht passiert sind. Nein. Ich glaube, das hat sich jetzt gelegt. Außer die vermuten, dass ich, weil ich noch drunter nichts anhab, dann... Aber ich glaube, das sollte nicht der Fall sein. Ach, das geht schon. Das geht schon, alles klar. Ja. Kate, magst du mir vielleicht eine Nummer geben? Ja, natürlich. Moment. Das ist... Mein Gott, das ist hier gerade... Ich habe hier noch alles ein wenig neu... eingerichtet. Ich habe nämlich. Brauchst du Hilfe, wenn du wissen willst, wo die Nummer ist? Dann sage ich es dir. Nein. Da, das ist die 225. Kate, ich schreibe dich mit K-A-T-E einfach, ja? Ist das richtig? Nee, also, mit C, mit C? Ich ruhig so einsprechen, aber mein Name wird geschrieben mit C. Ach so, dann. A-I. I. T-L. T-L. Y-N. Y-N, okay. Die Nummer? Ja, sehr außergewöhnliche Schreibweise. Nein, aber so sieht die am schönsten aus. Ich am schönsten so gesehen, dass es so schön aussieht. Die Nummer? 225. Ja. 992. Sehr super schöne Nummer. Super schön. Lässt sich relativ gut auch merken. Ja, wegen den 2 bei den 9 und wegen der 5 und der 2. Ja. Natürlich. Ja. Caitlin, ich schreibe dir kurz eine SMS. Schau mal. Na klar. Hier. So, hier. Ich bin der Chris. Hm? Hallo Chris. Dann kann ich dich direkt mal einspeichern. So. Sehr cool. Dann antworte ich dir noch mal einmal. Nein, sie muss mir nicht antworten. Ich habe doch schon ihren... So. Okay. Ja, hier, hey, ne? Das bist du. Genau. Okay, ja. Cool. Dann habe ich dich jetzt auch. Ja. Läuft hier heute was? Ist heute was geöffnet? Weißt du das? Club oder was? Also ich hatte so ein bisschen mich umgeschaut und auch im V-Net geschaut, aber die Sachen, die ich bisher gesehen hatte, hatten alle zu. Und dementsprechend, ich kann sonst natürlich nochmal kurz reinschauen. Ja, aber ja, mach mal. Rauchst du, Kate? Nein. Achso. Absolut nicht. Ich auch nicht. Und selbst wenn, ich kann es dir ja nicht verbieten. Ja, aber ich mag das nicht, wegen dem Geruch und so. In ja. Der Nähe und dann auch, dann muss man immer ständig...
dann rausgehen und sowas, das nervt. Das ist total kacke. Also das finde ich nicht gut. Ja, das mit dem Rausgehen ist echt das Schlimmste. Also ich weiß noch einmal, als ich mit meinem Ex-Partner unterwegs war. Mit dem Toxischen? Ja, das ist auch meine einzige Beziehung bisher gewesen, von daher. Wie alt bist du denn? Ich bin tatsächlich sehr, sehr lange in dieser Beziehung gewesen. Man glaubt das vielleicht gar nicht. Ich bin jetzt inzwischen schon 31. Hallo? Da irgendwie hängt mein V-Net gerade sich auf. Okay. Ach, jetzt geht's wieder. Sehr merkwürdig. 31 bin ich bereits. Ich auch. Ach, echt? Ja, was denn? Ja. Nee, ich hatte auch nicht. Bei mir ist. Ich hab's auch tatsächlich. Ja, wie soll ich sagen? Also, ich hab auch immer Schwierigkeiten gehabt, mich zu öffnen. Wollte mich für die perfekte Frau halt aufsparen. Und dann dachte ich halt, dass das die Person es ist, die mir halt das Leben so schwer gemacht hat. Und deswegen hatte ich auch diese emotionale Abhängigkeit, weil ich immer dachte, hey, du hast dich jetzt entschieden. Es muss die richtige sein. Damit ich halt nicht selbst von mir, von meiner Entscheidung, die ich getroffen habe, die offensichtlich falsch war, enttäuscht bin, es nicht bereue. Deswegen habe ich aus Prinzip dran festgehalten und bin immer weiter in diese Spirale gerutscht. Ja, bei mir eine gewisse Ähnlichkeit ist da leider auch schon. Ja. Zu meiner Vorgeschichte. Krass, dass das bei dir genauso war. Cool. Ja, es wäre auch zu viel, da jetzt weiter drauf einzugehen. Ey, das ist kein Problem. Wir kennen uns auch nicht und so. Und außerdem ist es jetzt hier gerade nur, es ist ein bisschen. Man kann ja vielleicht irgendwann mal oder auch nicht, je nachdem, wie sich das entwickelt. Aber natürlich sollst du immer wissen, dass ich jede Art von Grenze, wenn es um die Vergangenheit geht, respektiere. Das ist super. Danke. Natürlich. Ja, ich hatte gerade mal geschaut, also beim Mirror Park, da hat wohl so eine Taverne offen und ansonsten eine Bar, die heißt Lonnie's Bar, aber ich weiß absolut nicht, wo die ist. Das weiß ich auch nicht. Mir wurde immer verboten, rauszugehen. So in Bars und so, und da habe ich auch nicht so großartig Ahnung. Naja, also wenn ich da mal ganz ehrlich sein darf, dann kannst du ja eigentlich doch schon recht froh sein, dass die Beziehung jetzt zu Ende ist. Ja, tatsächlich. Also ich bin wirklich froh. Für mich ist das, als würde ich die Welt nochmal neu erkunden. Irgendwie so ein Reset. Ja, das verstehe ich. Ja. Das verstehe ich sehr gut. Ja, ich weiß nicht, du hattest dich eben kurz, glaube ich, mit dem Herrn da dran unterhalten. Meinst du, der könnte wissen, wo wir vielleicht was trinken gehen können? Mit dem würde ich mich nicht unterhalten, der ist Zuhälter. Oh, okay. Ist das häufiger hier? Nee, nicht unbedingt. War einfach nur wahrscheinlich gerade am falschen Ort. Mit uns. Okay. Das ist schon etwas, unangenehm. Hast du sonst vielleicht irgendwelche Kontakte, die man fragen könnte? Also, irgendwo. Lass mich mal gucken. Hier ist aber auch gerade sehr, sehr wenig los. Ja. Ich hab mir die Stadt nicht belebter vorgestellt. Dachte sich so, Scheiße! Kein 1000-Mann-Server hier, was los? Raus! Ja, manchmal, es sind halt gewisse Orte, die man kennen muss. Dann ist da immer eine gewisse Ansammlung an Menschen. So aber wird es ab und zu mal schwer. Aber das ist kein Problem. Hier gibt's schon einiges zu erleben. Wir machen das so. Ich hole uns ein Taxi und dann werde ich uns zu einem Ort fahren lassen, wo ich selbst ein Auto stehen habe. Und dann. Okay. Was ist denn hier los? Ich weiß es nicht, er ist plötzlich umgefallen. Wahrscheinlich ein Zuckerschock. Oh Gott. Ich schau mal eben. Er hat eben noch. Oh Gott.
gerade ein wenig überfordert. Dann ich probiere mal eben jemanden zu erreichen. Geht keiner ran? Moment. Hallo, Caitlin Rosewood. Hier ist ein Mann vor meiner Nase umgefallen. Ich will ihre Game-Kenntnisse checken, richtig. Bei mir ist das eine Sequel-Einreise. Ich bin vom Support nochmal auserkoren geworden, zu checken, ob einige Leute in den gewissen Situationen auch richtig handeln. Wissen, wie man beispielsweise Handy betätigt, den Notruf wählt und feststellt, dass jemand am Boden liegt und die gegebenen Maßnahmen halt, sagen wir mal, so vollziehen, wie es halt gewünscht ist. Das ist so eine kleine Art an Prüfung, die ich gerade ihr stelle, ohne dass sie es weiß. Matti, du hast... Ja, es ist... Leute, ich bin offiziell jetzt RP-Polizist. Ich bin RP-Polizist und ich wurde, wie gesagt, dazu bestimmt, genau sowas zu machen. Ihr habt recht! Hallo, ich glaube, wir hatten gerade eben schon gesprochen. Ich habe gerade den Dispatch rausgeschickt. Alles klar. Gut, danke. Bis dann. Tschüss. Wirklich oder tu? Es ist wirklich so. Als ob ich einfach zum 100. Mal vor den Augen anderer Leute umfalle. Oh. Was glaubt ihr denn, mit wem ihr es hier zu tun habt? Ich bin kein schlechter Lügner, ich meine das ernst. Leute. Falls hier jemand zum ersten Mal zuschaut, glaubt ihm kein Wort. Alter Wolf, du machst aber auch nur hier Sachen, die dann, hier... Ne? Was kann man chillst hier, lacht mich immer aus, aber wir dann werden Mod-Rechte dann abused, wenn es mich irgendwie selbst in die Pfanne haut. Was ist das denn? Was gar nichts? Auf einmal machst du hier Banner? Ich wusste gar nicht, dass du weißt, wie das geht. Wenn es drauf ankommt, bist du ja anscheinend ziemlich aktiv. Geht's dir gut? Was soll ich sagen? Schreibt im Discord. Schreibt im Discord, mir geht's gut. Das Zeichen ist wirklich zu klein, ich guck da nie hin. Also ich ziehe mal so den Vergleich zu Homestead beispielsweise, da kenne ich instant, wenn ich weniger Essen habe. Es ist immer im roten Bereich, das stimmt, aber ich bin nur zu faul, das zu essen. Aber ich bin, glaube ich, noch nie umgekippt. Oder vielleicht höchstens einmal. Aber sonst noch nie Also danach, also vielleicht am Anfang, aber dann nicht mehr. Bitte, lass es jeden sein, nur nicht Susanne oder Quinn. Ach, die werden mich alle nicht mehr hochholen. Die diskutieren doch jetzt schon. Nee, machen wir nicht. Ich kann genau lesen, was sie ja gerade sagen. Ich sehe das in den... Ich kann die Lippen lesen. Nee, machen wir nicht. Der hat uns hier... Der haut uns immer ständig Leute mit der Axt weg. Auch vor dem MD. Mach ich nicht. Ja, aber bitte hier und so, das ist ihre Pflicht. Ihr ethisch gesehen müssen sie ja trotzdem... Ja gut, okay. Und dann ist er jetzt trotzdem hier. Einmal ein Piekser hier in die Fingerkuppe. Ich weiß nicht, dass es nichts Schlimmes ist. Du kannst das hart größer machen, ehrlich? Oh lol, wusste ich nicht. Oh, dann geben wir das Ganze hier auf den Test. Ja, manchmal hilft doch was zu essen. Oh ey, so ein Schlaumeier. Ja, das stimmt. Das. Na, F7? Ein bisschen größeren Tropfen Blut brauchen wir. Mach ich danach. Immer nicht so geizig hier, junger Mann. Oh Mann, ich mach mir gerade irgendwie voll die Vorwürfe, nicht, dass da jetzt meinetwegen umgefallen ist, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Also wenn er wirklich vergessen hat zu essen, glaube nicht, dann also können sie selbst wenn du was falsch gemacht hast, also ich glaube, aus den Schuhen haut sie ihn jetzt nicht so schnell. Was könnte sie falsch gemacht haben? Das hoffe ich doch sehr. Na, wenigstens also, steht da. Da würde ich jetzt nicht da wieder. Niedrigen Zucker tatsächlich gehabt, ja. Alles okay? Ja, ich... Ich glaube, ich lag am Zucker und dass ich zu doll gefroren habe, glaube ich. Ja, haben wir was zu essen? Ich habe dir doch gesagt, zieh dir was an, mein Gott. Ja, aber jetzt schon mal. Ja, ist okay, ist passiert. Beim nächsten Mal einfach nur ein bisschen früher dran denken, dann wäre das echt cool von dir. Haben Sie was zu essen bei? Klar. Alles gut. Was? Haben Sie was zu essen bei? Ich glaube nicht so viel. Könnten Sie mir vielleicht was zustecken? Haben Sie was? Was entbehren könnten wir? Ich glaube, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Danke sehr. Einmal den. Wer ist denn Käse-Sahne-Tort? Oh ne, gibt es wirklich. Und ich denke. Ja, alles gut, die sind lecker.
Gib dir mal einen Burger. Gehirnzellen wieder so ein bisschen. Käse? Also, mit denen auch noch. Käsetorte, Käsekuchen. Doch, alles gut. Falls du weitergeben willst, falls er doch nochmal umfällt. Okay. Dankeschön, vielen Dank. Ich kann ja nochmal vorsichtig einmal einen Blick auf die Stirn da umwerfen. Ich glaube, da haben sie ein kleines bisschen angestoßen. Und nächstes Mal vielleicht ein Hemd anziehen. Ja, nicht verkehrt, passiert, der Kälte. Ja, aber es ist immer noch besser, die Jacke als gar nichts anzuhaben. Wird mal ein kleines bisschen frisch eben. Nicht erschrecken. Ja, ist richtig, ja, aber naja. Man weiß ja nie, ne? Oh. Ja, frisch, sehr frisch. Ja, definitiv. Schneide ich mir mal eben eine kleine Kompresse da noch zurecht für. Oh, ASMR! Und wird er wieder? Ja, na klar. Wie gesagt, Zucker war ein bisschen niedrig. Okay. Da habe ich jetzt mal einen kleinen Snack für gegeben. Den Kratzer da oben an der Stirn, das ist bis zur Hochzeit schon längst wieder alles weg. Dankeschön, vielen Dank. Bis zur Hochzeit dauert es wohl noch, glaube ich. Oder noch zu lange Zeit zum Heilen. Wie auch immer man es nimmt, ich denke, das geht. Ja, ich glaube, es fällt mir schwer, jemanden zu finden, aber ja, vielleicht. Vielen Dank, Dankeschön für die Behandlung. Gudi, denn wenn da noch was sein sollte, wenn es nochmal schwindelig wird auf die Beine. Ja. Ne? Und so, dann wissen wir Bescheid. Danke, vielen Dank. Okay, dann würde ich mich auf den Weg machen. Ja. Und Sie passen aufs Essen auf. Vielen Dank. Schönen Abend noch, Herr Medizin. Na klar. Vielen Dank. Ebenso. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.